Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Minecraft Let's Plays, der Aufstieg Grave Instanz. Ja, in der vergangenen Folge haben wir uns ein ganz kleines bisschen um. Jetzt muss ich das gerade selber erstmal überlegen, was wir da gemacht haben. War das der Baum oder war das das Feld? Ich weiß nicht. Na, es müsste eigentlich das Feld hier hinten gewesen sein. Das Chöre und das Biss und das Feld. Ja, kommt hin. Ja, doch. Ich glaube, das war das Feld, das wir nochmal umrandet haben. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, einen Weg dahin zu ziehen. Entweder irgendwie hier lang. Dann müssen wir hier natürlich irgendwie eine Treppe oder was runterbauen, genau. Oder wir ziehen den Weg von da so rüber zwischen den Feldern dann durch. Das wäre auch machbar. Naja, wäre beides okay, ne? Ich meine, das hier ist eigentlich schon fast irgendwo ein Weg, aber ich glaube, wir machen es doch eher da hinten. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Naja, ich habe auf jeden Fall mich auch, by the way, so ein ganz kleines bisschen um Zeug gekümmert. Na, wie heißt das Zeug noch gleich hier? Wurzelerde, richtig. Wurzellos von. Du sitzt ein bisschen im Weg. Ich muss da an die Kiste, dankeschön. Wurzelerde haben wir jetzt ein bisschen da. Okay, die beiden hier oben nicht, aber der Rest. Ja, die Azalea, die ich angesprochen habe, die gab es wirklich noch da. Und da habe ich mal einfach gedacht, nehmen wir die weg. Läuft schon. So, das heißt, wir kümmern uns jetzt heute erstmal um ein bisschen. Gut, um ein bisschen Weg. Einmal. Ja, wobei. Einmal ein bisschen noch Erde. Ich muss ja nämlich noch ein paar Sachen austauschen. Ja klar, und ansonsten eben Wurzel von Erde und Grobus auch noch dazu. Dann gucken wir mal. Es wurde sich gewünscht, dass wir hier vielleicht, oder der Vorschlag gemacht, dass wir hier den Baum vielleicht ein bisschen mit Froschlichtern beleuchten. Die Idee ist an sich gar nicht so schlecht. Wir haben zwar noch keine Froschlichter, beziehungsweise wir haben generell noch keine Frösche. Das lässt sich aber ganz einfach ändern. Wir haben ja Kaulquappen im Eimer. Da müssen wir nur gucken, dass wir die Frösche irgendwo unterkriegen, wo sie dann eben auch nicht wegstiefeln. Und dann müssen wir noch gucken, dass wir die irgendwie hier in die Dings kriegen, in die Hölle. Und da dann eben den richtigen Ort finden, wo sie dann die wunderbaren, genau, Mu. Hüpf, na, Magma-Slimes wegsnacken können. Es gibt, glaube ich, auch irgendwelche Farmen dafür oder sowas, oder? Ich weiß es nicht. Wenn es dazu Farmen gibt, also ich glaube wirklich, dass es da was in der Hinsicht gegeben hat. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Not, na, ja, toll. Ansonsten würde ich das Ding einfach ganz spontan und ganz einfach basteln, denke ich mal. Also nichts Besonderes quasi. Ja, dann machen wir nochmal eben überall dicht, damit wir einen vernünftigen Weg hinziehen können. Beziehungsweise nicht dicht machen, sondern eigentlich eher die entsprechenden Blöcke so ein bisschen austauschen, damit wir hier. Ja, einen vernünftigen Weg hinziehen können. Und dann gehen wir weiter. So, den auch nochmal weg. Weg! Ja, meinetwegen auch runter. Nee, das nicht. Runter soll der. Dankeschön. Die können so bleiben und der muss ja auch nochmal ausgetauscht werden. Yay. Okay. Ich weiß, ich werde hier das Felsen ein kleines bisschen anpassen müssen, aber ist okay. Es ist okay. Jetzt können wir hier den Kram. Und den auch. So, dann können wir hier auch schon mal wieder dicht und dicht machen. Gut, dann hätte ich ganz gerne den hier wieder. Das ist nämlich eigentlich grobe Erde, genauso wie der hier. Dankeschön. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen grobe Erde, aber naja. Lassen wir da liegen. Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt, dass sie verbrennt oder so. Was kaputt geht. Nein. Mach die mal weg. Ich müsste das Ding irgendwo anders hinsetzen, den Zugang hier zu diesem kleinen Lava-A-Becken. Ha, vielleicht hier hin.
Da passt es besser. So. Einmal hier den Kram. Ja, dann wird den auch nochmal weg. Nicht mit grobe Erde. So, dann können wir. Ja, diese Steine hier eigentlich auch nochmal rausnommen. Einmal dich weg und einmal dich weg und dann haben wir's. Ja, nur eine verzweifelte Kuh. Schubidu und Schubidu. Nehmen wir den nochmal raus? Ich weiß ja nicht. Ja, ist okay. Ist okay. Dann können wir jetzt auch nur Dichte machen. Dann ziehen wir den Wayo durch. Würde ich mal sagen. Ja. Gut, Knut. Na, ich sehe schon kommen, dass ich irgendwann wieder in den Busch stiefel. Das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. So, hoch mit dem Kram. Den brauche ich unten, den auch. Der kann weg und die Schaufel brauchen wir auch nochmal. Na gut, genau genommen. Ja, ich hab's verstanden. So, du darfst einmal weichen, tatsächlich. Jo, dann möchte ich hier nämlich ein ganz kleines bisschen das Feld anpassen. Ja, natürlich, wenn es auch noch zu regnen. Ich fange auch gerade erst an mit dem Kram hier. So. Dann müsste ich hier eigentlich nochmal eine richtige Feldbegrenzung hinverlanzen auf diese Seite. Schätze ich mal. Na gut, wir fangen erstmal mit dem Weg hier unten an. Das eigentlich reicht dann zwei breiter Weg oder wollen wir das lieber mit drei machen? Wir haben uns dann da hinten bei dem Ding gemacht hier. Ja, ihr wisst schon, wie heißt das Ding noch gleich? Feld. Ja, Kartoffelfeld war das, ne? Ja, das waren Gedüften. Wir haben es dann hier gemacht. Sind das zwei oder drei in der Breite? Hier haben wir drei. Okay. Ja, drei finde ich eigentlich auch ein bisschen angenehmer. Na gut, dann mache ich das halt da auch mit drei, meinetwegen. Na? Kommt noch nicht gespawnt? Nein? Finde ich gut. Auch wenn sich das hier wirklich wunderbar als Weg anbietet. Aber nein, machen wir nicht. Man könnte vielleicht da hinten in der Ecke sich noch irgendwas anderes hinplatzieren an die Felswand, aber. Das muss jetzt gerade auch nicht unbedingt sein. Okay, also einmal. Eins, zwei, drei. Nehmen wir da einen hin. Und da einen hin. Ups, das war nicht gewollt. So. Na, entweder hängen wir hier direkt an Zaunmauer, wie auch immer, oder da drüben. Ja, oder wir wechseln einfach hin und wieder. Das kann man auch machen. Okay, dann erstmal Yeet. Das lasse ich Grünzug hier weg. Erstmal richtig schön Yeetus. Die Litus. Wegernten. Die Steine werden auch mal entfernt. Dann dürfen wir uns auch noch gleich in die Waagerechte begeben, wie es scheint. Ja, ist schön. Jetzt muss ich erstmal wieder anlaufen, ne? Das Ganze bauen. Wir haben jetzt so lange nicht mehr weitergemacht hier in dem Bereich. Eine Woche, um genau zu sein. Naja. Erstmal was trinken. Ja, ich würde auch sagen, dass ich die Woche tatsächlich auch gebraucht habe, um mir noch ein paar Sachen zu überlegen, wie ich allgemein so weitergehen soll mit dem Kanal und dem wunderschönen Regenbogen. Ich bin zwar ein bisschen müde von der Woche, weil die jetzt nicht unbedingt so erholsam war. Das war eigentlich mehr, das war deutlich stressiger als so eine normale Woche bei mir, aber sollte man nicht eigentlich Urlaub machen zum Erholen? Ja, manchmal zumindest. Habe ich mir sagen lassen. Naja. Man kann ja nicht alles haben, ne? Naja, alles gut.
war an sich eine schöne Woche, wenn die ein bisschen anstrengender war, aber ist alles okay. So, es gibt ein paar kleine Veränderungen. Ich meine, ich habe jetzt aktuell, oder ich habe jetzt eine neue Grafikkarte drin und habe auch einen anderen Monitor jetzt hier, auf dem das Spiel letztendlich, oder über dem das Spiel letztendlich jetzt noch läuft. Da sind allgemein so ein paar Vorbereitungen für die Zukunft, sage ich jetzt mal. Die Zukunft, die jetzt auch sehr bald anfängt. Ich werde mir jetzt die nächsten Tage einen festen oder einen mehr oder weniger festen Streamplan überlegen. Und dann ist natürlich noch die Frage, welche Spiele gestreamt werden. Da bin ich mir jetzt noch nicht so zu 100% sicher, zumal das auch noch davon abhängt, auf welcher Plattform ich das mache. Ich habe ja, ich weiß ja nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, ich denke schon. Ich habe einen Twitch-Kanal, auch wenn auf dem bisher nie was passiert ist. Das war eigentlich eher in erster Linie, damit ich andere Leute vernünftig gucken kann und supporten und wie auch immer, ihr wisst. auf dem. Der Channel wird so ein bisschen ausgebaut und dann werden da ein paar Sachen gestreamt. Und Minecraft würde ich dann letztendlich hier bringen, auf diesem Kanal. Hier bei YouTube. wie das mit anderen Aufbau-Survival-Spielen ist, wie Valheim oder Enshrouded. Weiß ich noch nicht, ob ich die dann eben auch auf den Twitch-Kanal verlagern soll oder ob die dann am Ende doch hierher kommen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich weiß, dass es einige von euch gibt, die das eigentlich ganz gut fänden, wenn ich das alles auf diesem Kanal mache. Ich kann mir vorstellen, dass ich, wenn ich ein neues Projekt anfange, ein neues Streaming-Projekt oder sowas, dass dann der erste Stream hier bei YouTube kommt. Und dann unter Umständen der nächste oder die nächsten, die folgenden dann quasi, auf den Twitch-Kanal dann wandern. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Das ist in der groben Planung. Es geht also bald los. Und dann geht's los. Ja, genau. Das wird ziemlich dämlich. Naja, okay. was wollte ich überhaupt sagen? Es liegt ja. Klar, Streaming oder generell Videos und sowas, das ist ja logischerweise ein bisschen Arbeit. Die Streams werden größtenteils im Koop sein, so viel kann ich auch sagen, aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Und wenn nicht, dann wüsste ich es jetzt. Genau, Streams eher im Koop, damit sich das eben ein bisschen abhebt zu dem anderen Zeug, was ich jetzt aktuell mache. Habe ich mir gedacht, dass es so vielleicht hier nicht ist. Genau. Dich auch mal weg. Weg damit. Dankeschön. Dann müssen wir auch bald rumgehen hier, ne? Naja. Ja, so ein schöner kleiner Weg, der hier durchgeht. Ist doch fein und vielleicht lassen wir das Feld hier sogar offen an der Stelle. Das kann man auch machen, oder? Ich setze hier einfach noch ein paar Zäune irgendwas hin und lasse uns da so ein bisschen offen. Ja, ich weiß noch nicht. Genau, Streaming wird es dann eben sehr bald geben. Da gehen wir ein bisschen auch nochmal rüber. Also wirklich einen richtigen festen Plan. Aktuell gab es ja bloß den einen Valheim-Stream, der jetzt irgendwie von der Qualität her auch nicht so gut war. Naja. Der nächste wird besser. Richtig. Aber es werden auf jeden Fall ein paar Streams kommen. Nicht nur ein paar, das wird ein richtiger fester Bestandteil.
Ich muss ja gucken, wie oft in der Woche ich streamen möchte. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Zumal die Streams dann letztendlich auch die normalen Videos ersetzen. Also, oder generell die. Verdammt, das wollte ich doch gar nicht. Was sollte der hier hin? Sagen wir mal, ich streame keine Ahnung, am Samstag. Dann würde es am Samstag kein Video geben, sondern eben bloß den Stream. So wäre jetzt der aktuelle Plan, einfach damit ich ein bisschen, ja, damit ich ein bisschen Ruhe habe, wollte ich jetzt sagen. Aber das stimmt natürlich auch nicht so ganz. Klar, gut, ein bisschen Ruhe. Ja, wenn man es so sagen möchte, kann man das schon sagen. Aber es gibt letztendlich auch noch ein paar Sachen, um die ich mich eben auch noch kümmern muss. Und da ist dann teilweise schon ein bisschen besser, wenn mein Hauptaugenmerk wirklich da in dem Bereich dann auch liegt. Und sich die Aufmerksamkeit nicht noch mit anderen Dingen teilen muss. Von daher ist es für mich dann in der Hinsicht ein bisschen einfacher. Die Streams würde ich dann am Abend geben. Die genaue Uhrzeit weiß ich noch nicht, ob ich die variabel mache, je nach Projekt. Oder ob die fest bleibt. So im Großen und Ganzen wäre ein fester Zeitplan eigentlich gar nicht so schlecht. Wobei der Zeitplan dann natürlich mit den Streaming-Partnern oder Streaming-Partnerinnen, wie auch immer, dann logischerweise abgestimmt werden muss. Und dann ist es teilweise gar nicht so einfach, wenn man auch noch Kinder zu Hause hat, die auch nicht unbedingt ins Bett wollen. Also es ist ein bisschen Arbeit, was dahinter steckt. Ein bisschen Organisation und so. Aber ich mache es gerne und genau, ich würde es aber gerne mal endlich in Angriff nehmen. Das war eigentlich immer eine Frage der Zeit, bis die ganze Streaming-Geschichte anfängt. Ich meine, das letzte Mal haben. Ich muss gerade überlegen. Wir haben im vergangenen Jahr mal darüber geredet, wenn mich nicht alles täuscht. Glaube ich zumindest. Und wenn nicht, dann haben wir es vermutlich doch nicht. Ja, aber so sieht es aktuell aus. Streaming kommt. Lange warten möchte ich auch nicht darauf. Und dann geht's los. Tatsächlich war sogar ein kleiner Stream für den 10.2. in Überlegung. Ob der Stream jetzt stattgefunden hat oder nicht, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Ich nehme diese Folge gerade am 10.2. auf. Also im Endeffekt direkt nach meinem Urlaub. Ne, ob der Stream jetzt stattgefunden hat, kann ich nicht sagen. Das weiß ich gerade nicht, logischerweise. Ja, Punkt. Gib mal her den Kram. Danke. Jö, dann würde ich hier ganz gerne noch ein bisschen von dem Kram drauflegen. Das ist gut. Dann ich will hier mal eine Hokuspokus Wurzulus von Erde. Und hier auch. So. Genau, Medieval Dynasty ist auch ein Projekt, das eventuell gestreamt wird. Im Koop, logischerweise. Ich weiß, letztendlich ist der Hype um das Spiel, das ist ja nicht auch mittlerweile so ein bisschen abgeflacht, aber ich habe ja niemals gesagt, dass ich irgendwelche Hypes mitnehme. Dann hätte ich auch schon vor etlichen Jahren mit Minecraft angefangen und nicht erst jetzt. Oder mit Valheim oder mit dem ganzen anderen Zeug. Also bei mir kommen die Sachen teilweise ein bisschen verspätet. Noch dazu kommt, dass ich sowieso nicht jeden Hype mitnehmen will, wenn ich die Hypes überhaupt mitnehmen möchte. Das ist halt auch noch so eine Sache. Letztendlich muss ich eben gucken, was jetzt eben gut in den Kanal passt. Oder. Also in den Kanal passt in Form von Spiel oder eben vom Setting. Ich meine. Wenn es so Medieval Fantasy ist, dann habe ich damit überhaupt gar kein Problem. Einerseits, weil ich mich in dem Bereich sowieso sehr gerne aufhalte und andererseits würde es dann auch eher zum Kanalnamen passen. Dementsprechend wäre Palworld jetzt so eine Sache, die eher mit Vorsicht zu genießen wäre, wenn man das wirklich so betrachtet.
Nur so als kleines Beispiel. Was aber natürlich nicht heißt, dass solche Spiele dann überhaupt nicht gespielt werden. Also ich. Das ist dann immer so ein Abwägen. Möchte ich das nicht? Und dann, ja, wird geguckt. Genau. Irgendwie ist der da dämlich. Grob werde dann. Dann müssen wir uns vorher auch noch gleich wieder ins Bettchen legen, aber das kriegen wir schon hin. Ja, dann kommt er noch mal. Na nee, kommt, ich wollte eigentlich eine Schaufel hinsetzen. Ja, eine Schaufel, genau, ihr wisst. Ja, komm schon. Jedes Mal selbe Kram. So. Wurzel. Hä? Das wäre nicht dämlich gewesen. So, sowas. Egal. Oh. Wie der Mond scheint. Das ist ja wunderbar. Und wann kommen die ersten Viechers? Die hängen bestimmt schon irgendwo unter dem Baum hier rum, oder? Hallo? Tja. Waren sogar zwei. Ach, verdammt, jetzt habe ich gerade gar kein Sword dabei. Das ist zu weit weg. Mein Schwert. I need you. So, creepy. Ah, da bist du ja. Wenn du mir auch nur irgendeins meiner Viecher aus dem Leben gietest, ne, dann will ich sauer. Ach ja. Diese Dreckviecher. Komm. Komm mal ran auf den Meter. Ich will dein Gunpowder. Ja, komm. Gib mir mehr davon. Komm doch mal ran hier, Mann. Dankeschön. Dann können wir jetzt mal eine Runde pennen gehen. Hopp, rein in die Eier. Und natürlich das Trinken nicht vergessen. Sehr wichtig. Ich gehe aber davon aus, dass da hinten irgendwas brennt. Ja, ist ein Skelett. Kann mal wegen so lange brennen, bis es ja, verbrannt ist. Aha. Ich finde das ehrlich ja nicht so geil, wenn hier irgendwelche Viecher aus meinem Baum rausdroppen, ne? Also es muss nicht unbedingt sein. Vor allem nicht, wenn es irgendwelche Creeper sind oder sowas. Na gut, ein Creeper war es ja zum Glück nicht. Achso, das war bloß ein gelbes Schaf. Ja, manchmal bin ich ja selber so ein bisschen verwirrt. Manchmal. Ein bisschen. Ja, ich weiß. Gut, Knut. Ich muss mich auch gerade generell noch so ein bisschen neu einfinden hier bei mir. Also sowohl hier bei mir in der Wohnung als auch allgemein mit dem Setting, weil das jetzt logischerweise auch ein kleines Upgrade gekriegt hat. Habe ich ja gesagt. Also ich habe jetzt einen neuen Monitor stehen und eine neue Graka drinne. Ich glaube, ich nur etwas seltsam. Jetzt habe ich hier drei verschiedene Monitore stehen. Oh, da ist noch ein Creeper. Haha, lecker. Drei verschieden große, drei verschieden alte. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Irgendwann werde ich die wahrscheinlich nochmal anpassen. Aber das ist jetzt nichts, das jetzt so dringend notwendig ist. Also, erstmal kann man das meinetwegen so lassen. Naja. So einen ewig alten Syncmaster von Samsung. Das ist auch nur ein HD-Monitor, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist sogar der Monitor, mit dem ich auf dem ich vorher die ganze Zeit gezockt hatte. Dann habe ich noch einen kleinen Überwachungsmonitor von LG. Ein Flatron irgendwas. Was der gerade für eine Auflösung hat, keine Ahnung. Das ist auch, den habe ich von einem Kumpel gekriegt. Damals. Ja, und der neu gekaufte jetzt, das ist so ein 34 Zoll 4K-Monitor, auf dem ich jetzt. Ja, der jetzt logischerweise mein Hauptmonitor ist. Nimmt ein bisschen Platz weg, ja. So, ich wollte jetzt noch ein bisschen Umrandung hier nochmal hinmetteln, das wäre nicht schlecht. Und den hier vielleicht auch nochmal ausflauschen. Grobus Erdus, bitte. Dankeschön. Jo, finde ich gut. Ich meine, klar, die ganzen Stufen und Lagertus von Feuer müssen hier auch nochmal hin. Ich glaube, ich lasse es hier sogar wirklich offen.
Also klar, die Zäune, Mauern, wie auch immer, kommen da trotzdem nochmal hin, aber ansonsten können wir es so offen lassen. Da kommt hier noch ein bisschen Grünzeug hin. Ja. Bleibt sie einfach offen. Warum auch nicht? Sprich doch nicht dagegen. Also, das hätte ich auch nicht mit Faulheit zu tun oder sowas. Nee, das ist einfach. Ich habe das Gefühl, dass da gut hinpassen könnte. Das offene Stück. So. Mom. Ja, fein. So, ich wollte jetzt ein paar Lagerfeuer haben. Haben wir hier welche? Ja, das sind sogar genug. Das ist ja richtig geil. Wobei, ob das jetzt wirklich genug sind, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vermutlich ist doch ein bisschen wenig, aber egal. So, ein paar Stufen. Wie viele Stufen sollen es sein? Ja. Jo, das sollte erstmal reichen. Dann haben wir den kleinen Wegabschnitt da auf jeden Fall schon mal abgehakt. Wird sowieso mal Zeit, dass wir na, endlich unsere Wege reinsetzen. Und dann. Was fehlt noch? Es fehlt noch die Mühle. Der Fuchsbau fehlt. Fehlt noch was? Also, ich frage jetzt gerade für einen Freund, fehlt noch was? Habe ich wieder irgendwas vergessen? Okay. Ja gut, der Baum muss natürlich noch fertig gemacht werden, plus die Beleuchtung da dran. Richtig. Aber sonst wäre es das, glaube ich, gewesen, oder? Ja, verdammtes Kurzzeitgedächtnis. Schlimm. Ich setze da nochmal einen hin und hier vielleicht noch zwei davon. Finde ich gut. Ja, und hier machen wir das vielleicht in der Stückung. Ja, nicht Mu. Ich bin gerade wirklich am Überlegen, was noch gefehlt hat. Du sagst mir das ja auch nicht, Mu. Kuh. Ja, genau. Einen Kuhstall haben wir schon. Halt die Klappe. Ich hole jetzt mir nochmal zwei von dem Kram hin und da drin nochmal eine. Na, wunderbar. Dann haben wir hier nochmal so einen kleinen wunderbaren Feldweg hier nach oben gesammelt. Kann man sich natürlich überlegen, ob man sich hier noch einen kleinen Baum entpflanzt oder sowas. Ich meine, ansonsten ist ja alles sehr, sehr frei und unbebaumt. Ja. Ja, so ein kleiner Baum wär hier wirklich gar nicht so schlecht. Muss ja bloß recht haben, wenn es ein kleines Bäumchen ist. Oder? Ein kleines Bäumchen hier ungefähr hin oder so. Guck mal, wie noch dahin. Ja, vielleicht auch ein zweites Bäumchen hier hin oder so. Ich weiß es nicht. Ja, doch, doch, doch. Warum eigentlich auch nicht? Man kann es einfach mal ausprobieren. Jo. Ja, so an sich ist es eigentlich okay. Die Feldbegrenzung, die kommt dann gleich noch. Aber erstmal würde ich das kleine feine Bäumchen dahin pflanzen. Hokus pokus pflanzen. Ich meine, Laub haben wir noch. Ja, das sollte ich eigentlich nicht so schnell von dannen gehen. Planschet. Muss der Kram da rein und. Ne, die Samen eigentlich nicht. Wo habe ich die denn jetzt hingelegt? Wo habe ich die Samen geschmissen? Boah, ey. Also manchmal bin ich etwas lost. Habe ich nichts, wo Samen drin liegen? Ja, ich habe die Spinne gerade gesehen. Komm jetzt mal da rein. Na gut. Genau, dann habe ich hier noch ein paar Weizus-Samos. Auch wenn die Samen eigentlich hier bei den Pflanzen mehr Sinn gemacht hätten. Ach, da haben wir sogar Samen gehabt. Okay, dann holen wir die da nochmal raus, meine Fresse. Jo. Jetzt müssen wir sie da, wo sie hingehören. Zu den Pflanzen.
Wunderbar, den Kram behalten wir erstmal. Erdirre kann raus und die Erdirre auch. Die kann damit hin und die Wurzellust von Erde kann damit drauf. Hier, fein. Dann tun wir den Kram mal da rein. Wobei ich die die Zäune natürlich brauche. Genau wie den Kram. Ich brauche generell noch ein paar, na, wie heißen die ja noch gleich? Ein paar Stämme und anderes Zeug. So, da oben haben wir nochmal die Mauern. Die Lagerfeuer können wir mal in die Deko-Kiste. Und ansonsten. Können die rote Beete noch weggeschmissen werden? Bitte mal so hoch in den Verkaufsbereich. So, und dann gibt es ein kleines Bäumchen. Wir müssen ja noch ein paar Stämme haben. Dafür. So, erstmal Bone Meal da rein. Bone Meal ist ja schon Gunpowder. So, da haben wir welche. Ja, nehmen wir sicherlich auch noch ein paar mehr mit. Die Werkbank hätte ich auch ganz gerne. Dankeschön. Und dann ein Stack Trope, ein Stack Aiche und ein Stack Akazie. Das sollte erst einmal ausreichen. Ja, ich bin jetzt auch Spinnjagd, keine Angst. Komm, geh weg. Geh weg. Danke. So, für das Schäfchen hier. Für das tote Schaf, das ich ja bei dem Überfall na, über den Haufen geeatet habe. Genau, ich habe ein totes Schaf geeatet, na, weggehauen. Haben wir jetzt auch einen wunderbaren Namen bekommen. Tatsächlich hat das Schaf sogar einen Adelstitel bekommen. Es ist, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, Gunnar von Schaf. Das heißt, wir werden dann bei Zeiten uns auch noch ein kleines, einen kleinen Punkt suchen, wo wir denn das Schaf begraben können. Gunnar. Jo, kriegen wir hin. Jetzt wird ja erstmal ein kleines Bettchen aufgestellt und noch eine Geschalaf. Ja, nochmal die Werkbank hier mit drin. So, hopp rein. Was trinken. Ach, wunderbar. So, ich brauche einen Baum, bitte. Ja, es reicht eigentlich wirklich so ein kleinerer. Ich würde sagen, wir setzen den hier an. Oh, jetzt habe ich keine Treppen dabei. Warum nicht? Warum vergesse ich wieder die ganze Scheiße hier? Meine Fresse. Wenn ich Bäume setze, dann müssen wir auch einen Knick machen, Mann. So. Ja. Genau. Vielleicht muss ich da irgendwie noch hochkommen. Hüpf. Hüpf. So. Ich habe nämlich gehört, dass der Baum einen Knick in der Optik hat. Wichtiger eigentlich noch, wie ich das da in der Allee jetzt mit den Bäumen gemacht habe oder mit den Ästen gemacht habe. Ich habe nämlich ehrlich gesagt gar keine Ahnung mehr, das ist schon so lange her. Na egal. Vielleicht sollte ich das auch einfach mal ganz spontan so machen, wie ich denke. Dann ziehen wir hier vielleicht noch mal einen raus. Genau, den könnte man sogar, wenn man das schlau anstellt, einmal hier noch mal rüberziehen und nochmal hoch. Der geht da so ein bisschen rum. Der kann weg. Dann brauchen wir noch einen kleinen Ast hier auf dieser Seite. Den würde ich von hier unten rausziehen, denke ich mal. Ein bisschen verlängern und den haben wir hoch.
Ich weiß, sieht etwas seltsam aus. Aber ist egal, es ist ein Baum. Das Thema hatten wir ja schon oft genug. Die Bäume sagen mir nicht, wie sie wachsen wollen. Nee, das tun sie nicht. Ah, und das wird nicht ausreichen, na egal. Wer braucht schon Zäune? Ja, ich nicht. So. Ein paar weitere. Ein Zaun wie ein Traum. Dann. Oh, geht hier mal ein bisschen Geäst hier dran. Ja, ein bisschen mehr Geäst vielleicht. Das soll helfen, habe ich mir sagen lassen. Wir haben ja genug Zeug da. Ein bisschen Stapelmöglichkeiten hier. Ein bisschen was ist Deck. Hochsteck-Sachen. So, dann ziehen wir den hier mal ein bisschen weiter noch. Oben. Den könnte man ein bisschen in die Richtung ziehen vielleicht. Und hier vielleicht auch nochmal rüber. Und hoch zum Bleistift. Hier würde ich nochmal ein bisschen weiter rausgehen gerne. Und hier auch. Hier da sind wir aber direkt so. Ja. Da dürfte ich jetzt eigentlich nicht weiter rüber gehen, aber mit dem hier kann ich nochmal. Ja, das reicht eigentlich auch schon an dieser Stelle. Dann ziehen wir den ganzen Kram hier nochmal ein bisschen raus. Da mit einem und hier auch nochmal mit einem. Und so nochmal. Dann geht's darüber. Ja, warum eigentlich auch nicht? Dann hier unten noch ein bisschen. Na komm, ran da. So. Mein Weg nochmal einen drauf. Hüpf. Jetzt muss ich noch irgendwie da hochkommen. Und dann gibt es hier oben noch eine kleine. Baumus von Krone. Ja, kann man so lassen. Ist der Baum soweit okay? Ich weiß, da ein bisschen offen. Das heißt, dass wir dann letztendlich hier oben eine Kuppel haben und hier an der Seite, aber das ist auch okay. Was ist eigentlich soweit okay? Ja, ein kleiner einsamer Baum hier, ne? Wo man denn auch tatsächlich wieder eine kleine Laterne ranhängen könnte. Ja, vielleicht dann da an der Stelle oder sowas. Müssen wir mal gucken, wo dann am Ende das Laub ist. Einen weiteren Baum? Ich weiß es nicht. Ob wir jetzt noch einen weiteren Baum hier hinsetzen sollen oder nicht. Ich meine, der eine Baum ist ja schon soweit okay. Ja. Dann müssen wir den zweiten Baum dann hier hin verlassen. Ob das dann zu dicht ist, weiß ich nicht. Tatsächlich, auch egal wie sehr ich die Bäume liebe, glaube ich, dass der eine Baum da sogar ausreicht. Ihr könnt mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob wir noch einen weiteren Baum hinsetzen sollen. Das wäre dann wahrscheinlich wirklich ungefähr hier, damit die ja, auch einen mehr oder weniger brauchbaren Abstand zueinander haben. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare. Und dann können wir das notfalls nochmal nachrüsten. Die ganze Sache, die ganze Baumgeschichte. Genau. Schreibt mir in die Kommentare, ich freue mich. Ja, ist ein bisschen eng am Kopf, aber das soll so sein, habe ich mir sagen lassen. Dann können wir da die Laterne hinhängen. Die könnte man theoretisch auch da hinhängen, das ist eigentlich auch okay. Ja, muss halt gucken. So sieht's aus. Ja, da nochmal was dran und. Na komm schon. Da drüben nochmal. Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal von unten an mit dem ganzen. Laub und dann. Na, ran da. Ach komm, das wird da nicht da oben dran. Und dann gucken wir mal, wie es sich weiterentwickelt mit dem wunderbaren kleinen, feinen. Ach Mann, Bäumchen, das kann doch nicht sein, dass es wieder so rumkackt. Ja, dass wir nach unten hin teilweise ein bisschen offenes Geäst haben, das ist nicht so, das ist eigentlich nicht so schlimm. So wirkt das eigentlich auch viel, viel natürlicher, wenn man das ein bisschen offener lässt, nicht so vollgestopft wie da oben oder bei der Allee, die wir da hatten. Ne, wenn es ein bisschen offener von unten ist, das ist eigentlich realistischer. Also nicht nur von unten, noch allgemein offener.
Gut, andererseits ist natürlich auch wieder abhängig von der Baumart, ne? Ob die jetzt eher offener oder geschlossenes Laubwerk haben. Kennt man ja. Und welche Bäume ich jetzt gerade baue? Tja, ich habe keine Ahnung. Ja, offensichtlich immer welche mit geschlossenerem Blätterdach. Ja, wär toll, danke. So schlau bin ich auch. Hin und wieder mal etwas. Zumindest. Ja, wenn man sich jetzt auf eine richtige Baumart festlegen sollte hier für meine Bäume hier. Oder für den Baum hier. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Ein Fantasy-Baum. Ja, toll. Das ist ja sehr fantastisch. So, dann hier oben noch ein bisschen, damit wir eine halbwegs geschlossene Baumkrone haben, würde ich mal sagen. Das fände ich nämlich, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn sie eher dicht ist. Die Crown of Yetri. Okay, dann da nochmal einen drauf und hier, na, dann nochmal einen drüben. Weiß ich nicht, ist mir noch nicht rund genug. Es war ein schöner Baum gewesen. Betonung liegt auf gewesen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich den gerade dermaßen verschandel. Verunstalte. Naja. Da noch mal ein bisschen was dran und von hier aus auch nochmal. Na, ich mag das nicht, wenn es so eckig ist. Ich mag das einfach nicht. So. Mach mal Logi-Logi. Oh ja, das offene Zeug von hier unten, das finde ich richtig geil. Kann man sehr gerne so machen. Ja, der kleine Auswuchs da an der Seite ist okay. Der offene Zweig auch. Ja klar, jetzt können wir noch, natürlich noch die tote Seite, die aktuell noch tote Seite hier. Und dann überlegen, ob man von unten teilweise noch ein bisschen was macht. Ja, zum Teil hier und da noch so einen kleinen Laubblock dran setzen wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber erst einmal. Ja, wir sollen ins Bett. So wie es aussieht. So, nochmal einen drauf. Und vom Akazienlaub habe ich auch noch so viel. Ich habe vom Akazienlaub generell immer so viel, ne? Das verbrauche ich irgendwie nicht so viel. Habe ich so das Gefühl. Ich und meine Gefühle. Die interessiert doch kein Mensch. Naja, wichtig ist, dass es mir gefällt, genau. Solange ich euch mit dem Quatsch in Ruhe lasse. Ah, nochmal einen davon. Da nochmal einen drauf. Dann haben wir jetzt auch gleich den letzten kleinen Pulk dran gesetzt. Ja, schlafen wir eine Runde drüber. Gute Nacht. So, guten Morgen, meine Freunde, guten Morgen. Hier fehlen noch ein paar Laubblöcke dran. Dankeschön. Und da auch nochmal einer. So wunderbar dazwischen gefallen. Ist okay. Da nochmal einen dran und ja, meinetwegen. Ich weiß nicht, da und da nochmal ein. Oder war es zu viel? Dann wäre da nochmal einer ganz cool, glaube ich. Genauso wie over there. Na komm. Come on. Danke. Muss ich von hier unten aus nochmal irgendwo dran? Ja, vielleicht an den da. Ach, Mist. Komm, einmal hoch da. Dass wir da mal ranklemmen können. Sehr fein. Und ja, vielleicht hier auch nochmal ein weiterer Rad. Ach komm schon, das kann doch nicht so schwer sein hier. So, dann haben wir da auch ein bisschen was Offenes. So, damit es hier nicht ganz sehr offen ist an der Seite. Ist glaube ich so okay. Da nochmal einen weiteren dran.
Und noch ein. Ja. Da habe ich auch ein kleines bisschen Öffnung. Nimm ihn mal weg. Ich will was sehen. Die Gerichtsblöcke haben wir nicht alle, wie es scheint. Okay. Teilweise ein bisschen offen. Finde ich gut. Von weiter weg. Sieht der Baum eigentlich auch brauchbar aus? Ja, doch. Naja, und von dieser Seite aus wird er jetzt nicht großartig anders aussehen, vermute ich einfach mal. Oh, ich habe hier was vergessen. Beim Neubesehen, naja, gut. Ja. Der Baum ist okay. Na, wunderbar. Na, wunderbar. Dann können wir das herbei noch nicht wegnehmen. Ich könnte jetzt überlegen, dass wir hier teilweise noch ein bisschen Zaun setzen. Das hatte ich ja sowieso schon angekündigt. So. Genau. Und dann lasse ich den anderen Kram einfach so weit frei. Das heißt, ich brauche jetzt Büsche. Für die Wegbegrenzung hier. Beziehungsweise generell für die freie Fläche hier. Da brauchen wir jetzt Büsche und Knochenmehl und Steine und Büsche. Richtig. Also erstmal ein kleines bisschen Fichtennadeln. Na, wieder ein Creeper da? Scheint nicht so. Ne. Du bist hier richtig gut drauf, ne? Helga! Die fliegende Helga. Ach, ist doch wunderbar, oder? Ja. Ach, Helga. Helga, Helga, Helga. Die hängt da gar nicht mit Schild auf ihrem. Naja, das sieht wirklich sehr unwirklich aus. Gut, ich brauche erstmal wieder ein bisschen Laub, bitte. Dankeschön. Ach, genau, bei den Pflanzen ist das. Nehmen wir das so lange. Dann wollte ich noch ein paar Süßbeeren haben. Und noch ein paar Steine. Genau. Und ein bisschen Bonus-Melus. Reicht das? Ja, sollte schon reichen. So, Helga, du kannst ja gerne da bleiben. Ich. Ach, halt die Klappe, du bist nicht Helga gewesen. Ja, so ein kleiner einsamer Baum da auf dem Feld. Das gefällt. Doch, durchaus. Finde ich gut. Jetzt gibt es erstmal einen kleinen Busch. Genau dahin. So. Ja, ich ziehe vielleicht noch weiter bis an den Weg daran. Ist in Ordnung. Dann kann hier an dem Baum auch noch mal ein kleiner Busch dran gefallen werden. Ja, ich weiß, dass du ihn ganz gerne wegfressen würdest, aber nein, gibt's nicht. Du hast genug Laub auf deiner Waide. So. Reicht das an Buschwerk? Aber dafür mal hin. Da würde ich auch ganz gerne hinsetzen, aber nee. Geht nicht. Ja, dann ist das jetzt eigentlich soweit okay. Dann können wir jetzt mit dem Knochenmehl so ein bisschen rumschmeißen und dann an einigen Stellen so ein kleines bisschen anderes Zeug hinsetzen. Genau. Ach ja, vielleicht soll ich das Bett hier und die Werkbank auch nochmal mitnehmen. Das soll helfen. Das soll platzverschaffend sein, habe ich mir sagen lassen. Okay, wenn hier das hohe Gras dazwischen ist, ja, ich weiß nicht, also zum Teil ist es okay, aber nicht überall. Ich meine, das ist mir ein bisschen zu viel hier an dieser Stelle. Ja, und das Lava-Becken, das hier unten weiter vor sich hin blubbelt. Das ist aber auch so ein Spaß, finde ich gut. So, dann brauchen wir da einen Busch und da einen, und hier nochmal einen und da nochmal einen. Weil ihr wisst ja, man kann niemals genug Süßbärenbüsche haben. Vor allem ich nicht. Ich meine, ich brauche ja was, wo ich reinstiefeln kann, ne? Ich bitte euch. Komm ran da. So, Dankeschön.
Da fällt auch mal ein weiterer Stein. Der muss da sein, genauso wie... Achso, da haben wir schon welche. Wunderbar, da kommt nochmal ein Stein hin. Und hier. Und da oben nochmal eine. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Noch mehr da. Ja, schön. Schön, dass du groß geworden bist. Scheißding. Gut. Dann ist halt eine Flower, meinetwegen. Und was haben wir hier? Werde ich davon nicht wahnsinnig? Ja! Komm, ich habe keinen Bock mehr, dann kommt da ein Stein hin, meinetwegen. Ja, also der Weg, der hat schon ein bisschen was, ja. Ja, ja, finde ich gut. Finde ich gut. Gut, dann fehlt jetzt noch eine kleine Laterne. Ich würde nämlich an den Baum wirklich eine kleine Laterne ransetzen und dann haben wir den Weg hier abgehakt. Dann ist der Weg fertig. Zumindest bis hierher. Ja, aber ist ja schön. Es wird, es wird. Die Laterne kommt. Na, komm. Wir haben ja noch ein paar Laternen hier gehabt. Da ein bisschen. Ja, ich würde sagen, erfolgreich geplündert, ne? Aus der Bastion. Auch wenn ich gerade das Gefühl habe, mich daran erinnern zu können, dass wir nicht mal alle mitgenommen haben. Ja, kommt hin, oder? Naja. Wie dem auch sei. Erstmal eine Laterne rangehängt. So. Oh, hier haben wir sogar noch etwas mehr. Offene Fläche. Gefällt mir das? Gefällt mir das nicht? Ja doch, eigentlich finde ich das gar nicht schlecht. Kann man so machen. Danke. Ich habe jetzt gerade überlegt, dass ich die Laterne genau dahin pflanze, ne? Und dann renne ich wieder in den Busch rein. Das ist ernsthaft. So, Laterne da ran. Danke. Ja. Ja, ist der richtige Ort, denke ich mal. Kratzt jetzt zwar ein bisschen am Kopf, aber... finde ich gut. Wenn man sich jetzt überlegt, hier auch nochmal einen Baum hinzusetzen, da wo der Busch jetzt steht... es ist vielleicht ein bisschen viel. Naja, wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Wir gehen mal ein kleines Stückchen davon weg, dann hat man da wieder ein etwas besseres Auge drauf. Ja, vielleicht noch ein bisschen weiter weg. Soll da noch ein zweiter Baum hin oder nicht? Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare. Der zweite Baum, der wäre dann ja ungefähr, ja, hier. Würde dann lang laufen. Na gut. Dann würde ich jetzt mit dem Einbruch der Nacht auch ganz gerne die Folge beenden, auch wenn es jetzt wieder etwas kürzer geworden ist, aber naja. Macht jetzt nicht so großen Sinn, hier jetzt das nächste Projekt anzufangen oder den nächsten Weg oder was auch immer. Wir haben wieder so einen kleinen Abschnitt hier gesetzt, der auch wieder total schön ist. Wie auch alles andere, was ich baue, genau. Sobald hier erstmal der Weg drin steht, wird das ja auch richtig toll aussehen. Ich meine, ich sehe jetzt schon. Gut, dann würde ich sagen, ich seid gespannt, womit wir in der nächsten Folge weitermachen. Ob das die Auszeichnung, die Wertschätzung, wie auch immer, für Wulle Wupp ist, weil er weil er bei der Schätzungsfrage am dichtesten dran ist aus. Mit seiner Schätzung. Oder ob wir weiter Wege ziehen. Oder Fuchsbau. Oder Fuchshaus oder wie auch immer. Oder die Mühle. Oder uns in die Hölle begeben und ein paar Sachen vorbereiten für die Froschlichtproduktion. Ja, ist noch viel zu tun. Seid gespannt, wie gesagt. Und dann würde ich sagen, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Folge soweit gefallen hat. Und euch gefällt auch dieser wunderbare Weg. Und dann, ja, recht herzlichen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.